In der letzten Folge von LEGO City Undercover. Wie wir bereits wissen, sollen wir für Winnie Papalardo den Riesensmaragd aus der LEGO City Bank stehlen. Dazu müssen wir in die Kanalisation, um über die Kanalisation in die Bank zu kommen. Ja, nicht so wirklich appetitlich, aber was willst du machen? In der Kanalisation lernen wir auch die Farbkanone ein bisschen besser kennen und was sie so alles kann. Wir schlängeln uns durch mehrere Rätselparcours und was weiß ich was alles. Und jetzt dürften wir eigentlich langsam durch die Kanalisation in die Bank kommen. Die Bankräuber sind zurück, meine Freunde. Let's go! Durch die Kanalisation haben wir uns bereits geschlagen und wie sah's, sind wir noch immer nicht in der Bank. Ja, lol. Ich kann es regelrecht spüren. Der Riesensmaragd ist schon in der Nähe und macht mich bald steinreich. Hast du schon einen Hehler an der Hand? Nicht nötig. Das ist ein Auftragsbruch für einen Privatkäufer, der das Ding unbedingt will. Bau jetzt also ja keinen Mist. Ich der doch nicht. Der Mist gebaut hat. Ach, es war eine große Schande. Was ist passiert? Konnte ihn leider nicht mehr beschäftigen. Also haben wir ihn zu den Fischen geschickt. Bitte? Ja, er arbeitet jetzt als Wächter im Aquarium. Also bis später. Oh mein Gott, Alter. Alles klar. Dann... Warte mal, Dynamit? Können wir das gleich hier holen wieder? Und das da dann in die Luft sprengen? Sehe ich das richtig? Hier ist... Ja, hier ist Dynamit. Alles klar. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Hallo. Einmal Dynamit zum Sprengen. Jetzt dürfen wir aber gleich in die Bank kommen. Wie kommen wir da rein? Kein Plan. Okay, brechen wir das hier mal auf. Jetzt langsam müssen wir aber zum Tresorraum kommen, Alter. Ich meine, wie fett ist denn die Kanalisation bitte? Ja, das sieht mir nach einem Lüftungsschacht aus. Ein Lüftungsschacht, der in die Kanalisation führt? Igitt. Okay. Ich verschnell den Smaragd und verdufte dann von hier, sonst erwischen sie mich noch. Nein, Chase, die finden dich doch nicht. Hey Chase, hier steht, dass die Waffe noch ganz andere Sachen kann. Mit ihr kann man auch Dinge versilbern. Und wieso mache ich mir dann die Arbeit, eine Bank auszurauben? Kein richtiges Silbermann. Aber es reicht, um Oberflächen glänzen und Spiegel zu lassen. Also. Gute Laserstrahlen, kapisch? Ja. Das könnte ganz hilfreich sein. Gut, füll sie mit silberner Farbe, wenn du einen Wechsler findest. Und ja, hab ich schon. Nach dem Riesensmaragd, okay? Meld dich, wenn du da raus bist. Okay. Dadurch haben wir jetzt den Laser ein bisschen umgelenkt. Alles klar. Was haben wir hier? Oh! Was finden wir hier Schönes? Da drin war der Smaragd nicht. Aber wir haben einen von vier Tresoren geknackt. Und gleich noch einen. Zwei von vier. Da drin auch nicht. Ja, schon klar, dass der da nicht ist. Aua. Ich sehe nicht, wo diese blöden Laserstrahlen sind. Warte mal. Hier ist der dritte Tresor. Dann gib mal her. Jawohl. Ach, Leute, man könnte fast glauben, die wollen nicht, dass jemand den Smaragd mitgehen lässt. Ja, wie kommst du denn da drauf, Chase, Alter? Das ist ja ganz suspekt. Jetzt werden wir hier mal mit unserer Kanone das ranziehen müssen. Perfekt. Der Laser hat das Eiskamm mal zerstört. Geht klar. Hä, wie jetzt? Hä, ist der Laser jetzt weg? Kein Plan. Keinen Plan, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Okay, noch einen Farbwechsler, würde ich sagen. Dieses Mal einen blauen. Was machst du da? Kein Plan. Aber auf jeden Fall können wir hier den vierten Tresor jetzt auch noch knacken. Und dann haben wir alle. Davor brauchen wir aber erstmal die Fähigkeit hier. So, gib mir den letzten und gib mir eine Polizeimarke dafür. Jawohl. Genau so will ich das sehen. Dann wechseln wir mal die Farbe auf blau. Färben diese Wand hier ein. Richtig, ja, richtig.
Und dann dürfte hier oben aber langsam mal der Smaragd kommen. Also, gibt's ja nicht. So, kann ich hier alles öffnen? Ah ja. Okay, alles öffnen. Wieso nicht? Noch ein Tresor. Okay. Hier haben wir... Huch. Ein Farbwechsel, wie es aussieht. Wahrscheinlich einen roten. Weil da drüben eine grüne Fläche war, oder? Oder ein grüner, weil da drüben eine rote Fläche war. Okay, weil eine rote Fläche drüben war. Alles klar, gut zu wissen. Dann gib mal das Grüne her. Aktivieren wir den Schalter. Und jetzt haben wir hier drei Dinge, die wir irgendwo hinbringen können. Einmal hier ein Ventil. Okay, das können wir direkt hier daneben hinpacken. Was auch immer das macht. Ach so. Ah, verstehe schon. Alles klar, das ist ein Sicherheitscode, den wir zu knacken haben. Alles klar. Ist jetzt nicht perfekt, aber... Na gut, ne? Okay, nochmal. So, zack. Alles freigeschalten. Und jetzt öffnet sich der riesige Tresor. Da ist der fetteste Smaragd der Welt. Wieder die geile Musik, Alter. Wunderbar. Das nenne ich einen Edelstein. Wer auch immer du bist, du brichst das Gesetz. Ach was. Ich denke, das wissen die schon viel. Das war's dann wohl mit unentdeckt bleiben. Ja. Yeah. Ich werde mich mal um euch da oben kümmern. Kein Ding. Hello, na? Wie geht's? Ich nehme euch fest. Vor allem was? Ich nehme sie fest? Also, das entbehrt ja jeder Würde. Wieso nehme ich sie fest? Okay. Hi, Dudes. Was? Was zum Teufel? Aua. Komm her. Kommen Sie her. Und du auch. Alles klar. Damit haben wir ja schon mal hier alle beseitigt. So. Fällt auch gar nicht auf, wenn wir hier in der Bank gerade irgendwie alles kurz und klein schlagen. Und was wird das? Eine Zahl. Eine 3? Teil einer Kombination? Ach so, lol. Ja, das könnte tatsächlich sein, dass wir da irgendeine Kombination zusammenbauen müssen. Was haben wir hier? Eine 7. Okay. Was ist, wenn das Kinder spielen und die keine römischen Ziffern kennen? Okay. X. Ah ja, die Kombination ist eh schon fertig. Die drei Farben haben wir schon. Ach so, lol. Nee. Ist ja nicht fair, dass ich der Bank auch mal einen Gefallen tue. Was? Als ob ich hier jetzt einfach so rumfahren kann. Mit so einem... Nee, Alter. Als ob ich hier einfach chillig rumfahre. Mit so einem Putzgerät. Was zum... Oh no! No! Wie 1 von 5. Hä? Hä? 2 von 5? Was zum... Was 2 von 5? Ich hasse Warteschlangen. Ja, ich habe alle Warteschlangen zerstört. Hahaha! Aber was genau will mir dieses 2 von 5 und so sagen? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach so! Hier sind Dreckflecken! Das sehe ich ja jetzt erst! Oh mein Gott! Als ob ich das jetzt erst sehe, dass hier überall so Dreckflecken sind. Ja, dann, da ist noch einer, oder?
Das ist es, was angezeigt wird. Ja. Okay. Wow, als ob ich das erst jetzt gecheckt habe. Das hat aber echt ein bisschen lange gedauert. Okay. Diesen NASA-Dings da können wir eh noch nicht benutzen. Alles klar. Dann schauen wir mal nach dem letzten Drecksfleck. Der muss ja eigentlich hier irgendwo sein. Aber bitte irgendwo offensichtlich. So, hier haben wir den Superbau. Da ist ein Speer. Okay. Hier muss noch irgendwo ein Dreckfleck sein. Ja, genau, perfekt. Wunderbar. Eine zweite Polizeimarke haben wir damit. So muss das. Okay, hier haben wir die 3. Jawohl, dann haben wir hier die 7. Genau, und hier die 10. Genau so ist die Kombination. Ich bin so ein Genius, Alter. Holy shit. Okay, dann gib mal her. Aber was macht denn der Speer da eigentlich? Warte mal, um den kümmere ich mich auch gleich. Stecken wir erstmal den Schlüssel rein und jetzt schauen wir, was der Speer hier kann. Wir haben zwar genug Supersteine, aber... Chill out. So. Was bekommen wir dafür? Gar nichts. Oder was? Hä? Achso, es gibt noch einen zweiten. Ja toll, und der ist wahrscheinlich da drin. Oder, achso, nee. In deiner Ausstellungsvitrine wahrscheinlich, ne? So wie der andere auch. Oder auch nicht. Ja, verdammt. Dann schauen wir erstmal in den Raum rein. Vielleicht ist ja da drin auch noch ein Speer. Wer weiß, wer weiß. Oh lol, da war auf jeden Fall ein 10.000er Stein. Das ist schon mal gut zu wissen. Alles hier beiseite räumen. Hier als Bergarbeiter mal ganz kurz Dynamit abholen. Das weiß ich auch schon, wo das hingehört. Zu der Statue da rechts. Oder? Ich glaube schon. Der Pfeil zeigt zumindest auch dahin. Also sieht's ganz gut aus. So. Jetzt sehe ich erst, dass man da auch ein Parcours machen kann. Lol. Dude. Okay. Okay. Alles klärchen. Ja, wir randalieren hier ein bisschen in der Bank, ne? Hat ja keiner was dagegen. Würde ich jetzt mal sagen. So, die Goldreserven nehme ich auch gerne mit. Gar kein Thema. Nein, Chase, ich will nicht dich, ich will den hier. So, einmal hier bitte einen 10.000er Stein. Jawohl. Und hier auch nochmal einen 10.000er Stein. Jawohl, ja. Damit haben wir genug, um diesen Superbau zu machen. Aber warte erstmal. Jetzt will ich erstmal hier diesen Parcours machen. Ah, come on. Jawohl, genau so. Was gibt's denn hier zu sehen? Gibt's hier oben irgendwas Spezielles, oder? Vor allem, hä? Da gibt's noch ein oberes Stockwerk, sehe ich jetzt erst. Wie komme ich denn in das obere Stockwerk? Keinen Plan. Wahrscheinlich irgendwie erst später durch diesen... durch dieses Ding da. Ja, schade. Okay. Dann müssen wir wohl die Bank erstmal verlassen. Mit einem fetten Wagen. Wow, ein Schneepflug mit Raketenantrieb. Was? Okay. Ja, ah, da kommt ja schon. Da wartet schon jemand. Hallo, tschüss. Hey, ich wollte den Laden gerade ausrauben. Entschuldige. Der Dienstag war für mich reserviert. Aber hört jemand auf mich? Nein. Und sowas nennt sich dann organisiertes Verbrechen. Tja, dein Pech. Lego City Bank, Level abgeschlossen. Was haben wir denn hier? Stats mal 4, jawoll. So will ich das sehen. Zwei Polizeimarken haben wir auch schon. Und wir haben Gotland freigeschalten. Und sind natürlich auch wieder ein Lego City Hero.
10.000 verschiedene goldene Steine haben wir ja auch wieder eingesackt. Okay, nee, so viele sind es nicht. 2. Und jetzt geht's weiter. Okay, müssen wir jetzt flüchten oder was? Oh Gott, ich gebe schon Gas. Ich hab den Smaragd. Gute Arbeit, Chassis. Ich schick dir dann den Ort zur Übergabe. Und wenn ich mal wieder was für dich habe, melde ich mich. Alles klar. Alter, der Schneepflug, der hat's ja richtig drauf. Was zum Teufel? Der Schneepflug hat's richtig hart drauf, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir hier wegkommen. Ich verstehe es eh nicht. Was ergibt das für einen Sinn, dass Chase ja alles ausraubt und so, aber die Polizei verfolgt uns halt trotzdem. Ich meine, kann man nicht einfach Bescheid sagen, dass wir hier undercover ermitteln und so? Ich meine, das ergibt für mich irgendwie nicht so viel Sinn. Aber okay. Ich muss es ja auch nicht verstehen. So, jetzt brechen wir hier durch. Zack! Also das ergibt für mich halt wirklich nicht viel Sinn. Aber ist ja auch egal. Muss ja auch keinen Sinn ergeben. Ohne der Verfolgungsjagd wäre es halt natürlich langweilig, ne? Muss man auch wieder so sehen. Ohne der Verfolgungsjagd wäre es ziemlich langweilig. Damn. So, wo ist denn eigentlich der Übergabeort? Das habe ich jetzt gar nicht richtig gesehen. Ich glaube, auf irgendeiner Brücke oder so war das, oder? Glaube ich. Beziehungsweise, wartet mal. Oh, Leute, ich muss ja hier schon Stats mal 4 einschalten. Dann haben wir... Ach, Stats mal 8, das multipliziert sich, nicht addiert sich. Oh, okay. Jetzt haben wir hier mal 8 schon. Das ist natürlich krass. Alles klar. Aber viel mehr werde ich wahrscheinlich tatsächlich auch nicht benutzen. Okay. Viel mehr werde ich wahrscheinlich auch nicht wirklich benutzen. Weil ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, dass es sind irgendwie bis zu 3000 oder mal 8000 oder so möglich. Und da macht es halt dann auch keinen Spaß mehr. Also, sie würden mir jetzt nur so empfehlen, dass ich irgendwie sowas mit mal 8 oder sowas mache. Das reicht auch vollkommen. Ja, kann ich verstehen, Leute. Kann ich verstehen. Ich werde mal schauen, dass ich das so lasse. So, hier gehen wir einfach unten drunter. Auch gar nicht auffällig. Nein, nein. Gar nicht. Okay. Alles klar. Und jetzt haben wir es geschafft, wie es aussieht. Ja. Damit übergeben wir ihm seinen wunderbaren Smaragden. Ein wahnwitzig großer Smaragd. Wie bestellt. Gern geschehen. Nicht schlecht für meinen ersten Bankraub. Hast du gut gemacht. Ersten und einzigen Bankraub, wollte ich sagen. Lass dich nicht vom Glanz und von den Vorzügen dieses Lebensstils blenden, Chase. Oh, Chase wechselt auf die dunkle Seite. Ja, hallo. McCain. Chief? Bisher darf die Polizei für einen teuren Sportwagen, einen Gefangenentransporter und einen LKW voll mit Elektronik aufkommen. Sonst noch was? Der Riesensmaragd? Wie bitte? Das Ding ist mehrere hunderttausend wert. Wir gehen noch pleite. Warum hast du das getan? Um in Vinny Papalados Gang zu kommen. Chan hat für ihn gearbeitet. Du bist in Papalados Gang? Den versuchen wir schon seit Jahren was anzuhängen. Chan ist also nicht mehr wichtig. Okay. Ich habe einen Auftrag für dich. Du besorgst mir Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chans Gang in Form von Fotos. Danach buchten wir sie alle ein und mit ein bisschen Glück singt einer und liefert uns so Chan. Dafür brauche ich erstmal eine Kamera. Auf eigene Rechnung. Oder alles nimm klar. Die Kommunikatorkamera. Wenn du Schwierigkeiten mit dem Ding hast, ruf Officer Phillips an. Alles klar, Ellie. Hey, Ellie. Der Chief sagte, dass du mir mit der Kamera des Kommunikators helfen würdest. Wusste nicht mal, dass das Ding eine hat. Komisch. Ich leite mal die Ferndiagnose ein. Okay, das war's. Deiner läuft mit alter Software. Ich aktualisiere sie mal. Alles klar. So, jetzt läuft's. Und als Bonus gab's noch ein paar neue Klingeltöne. Siehst du? Danke. Ich brauche Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chans Gang. Ganz einfach. Such dir eine gute Stelle zum Beobachten und folge dann den Anweisungen auf der Kamera. Alles klar. Sicher. Na, ich weiß ja nicht. Ich hatte am Ende nur Fotos von meinem Gesicht. Aber nicht Frank sicher.
Ja. Sie hat ihn gerade auf höchstem Maße beleidigt. Frank sicher ist also schlimmer als idiotensicher. Okay. Aber Frank ist ja so ein Idiot, der checkt das ja nicht mal, wenn er beleidigt wird. Also kein Thema. So. Dann fahren wir mal dahin, wo wir hinfahren sollen. Ich sehe da gerade was. Hier draußen. Wir haben doch schon mal Kaugummiautomaten aufgebaut, ne? Wurden die gespeichert? Ja, die wurden gespeichert. Warte mal, wir haben doch jetzt eigentlich Zugang da nach drin. Weil wir ja jetzt sprengen können. Achtung, Sprengung! Mal wieder. So, dann werden wir da drin mal. Ja, toll. Jetzt ist hier einfach der Eingang offen. Whatever. Wir werden hier mal den vierten Kaugummiautomaten bauen. Jetzt frage ich mich aber, wo der fünfte ist. Oh, ein Wunschbrunnen für 15.000. Komm, können wir bauen. Können wir ja mal bauen. Ja, die hat die Wasserrechnung nicht bezahlt. Kein Thema. Hol dir Wasser aus dem Wunschbrunnen, den ich hier gerade baue. So, Alter, das gibt Money. Holy shit, dieses Mal 8-Ding, das bringt so hart. So, wen haben wir hier denn noch? Wir haben hier die Schlittschuhläuferin und hier ist der letzte Automat. Wunderbar, richtig erfolgreich, würde ich sagen. Yeah, was bekommen wir dafür? Noch einen Charakter? Schauen wir mal. Winnie Papalardo? Oh, ist ein netter. Wie jetzt? Hä, haben wir irgendwas dafür bekommen? Ja, wir haben was dafür bekommen, aber es wird nicht angezeigt. Alles klar. Wir haben bekommen Straßenrennfahrer. Alles klar. Aha, zu Chan Chuang müssen wir schon wieder. Ja, alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, schauen wir im nächsten Part, was uns Chan Chuang zu sagen hat. Alter, jetzt sind wir hier in zwei Gangs gleichzeitig tätig, oder was? Leck mich am Arsch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.